Und wenn es die Tüte ist, na, Weihnachtsfeier, und meine Kumpels, die halt einmal bei der Weihnachtsfeier, naja, vielleicht vergesse ich meine Tüte im Aschenbecher. Ja, kann ja passieren. Warte, also was passiert hier? Alter Mann, es wird immer unübersichtlicher mit den ganzen Dingen in meinem Kopf. Okay, hohe Prävention durch Durchsetzung Altersgrenze, Fremdweitergabe. Überhaupt, wenn überhaupt, wo Drogenarbeit oder Aufklärung möglich ist, dann in so einem Verein. Ein Geschäft, was versucht zu verkaufen, so wie es jetzt die Grünen sind, ein Cannabis-Fachgeschäft, und die sollen die Prävention machen, dann habe ich ja genau dasselbe Problem, dass ich wieder den Gärtner zum Bock mache. Bock zum Gärtner. Na, das ist ja der Mensch, der verdienen möchte, eigentlich mit dem Mehr verkaufen, und dann soll er dafür sorgen, dass jemand sozusagen vielleicht mit dem Sozialpädagogen spricht. Das klappt bei Alkohol nicht und das wird bei Cannabis so auch nicht klappen. Das sind die Kühe genau auf demselben Zug wieder aufgesprungen. Ich möchte euch jetzt an der Stelle nicht sagen, oh, so eine Cannabis-Präventionsarbeit oder akzeptierende Drogenarbeit in einem Club würde super viel Erfolg bringen. Aber vielleicht doch mal zwei Sätze. Also ich fände es cool, wenn da irgendwo drin wäre in dem Club tatsächlich, dass sich einer Gedanken macht, wie man zum Beispiel Mitgliedern hilft, mit ihrem Tabakkonsum vielleicht mal zurechtzukommen. So unter dem Aspekt Safer Use als solches. Zum Beispiel mal mit den Leuten, die vielleicht tatsächlich 5 bis 10 Gramm täglich konsumieren, vielleicht mal den Vaporisator zeigen und sagen, hey, vielleicht brauchst du nur 3 Gramm davon und lässt die Bombe vielleicht mal einen Tag in der Woche stehen. Nicht böse gemeint. Wenn das im Verein ist von einem Typen, den ich sozusagen selber im Verein mit meinen Freunden finanziere, dann nehme ich ihn ernst. Wenn das kommt von der Bundesgesundheitszentrale und die erzählen mir, dass ich jetzt aufhören soll mit dem Tippen, weil ich kann in meine Bombe auch Blümchen reinstellen, dann halte ich das nicht für ganz ernsthaften Ansatz. Ich verlange tatsächlich, dass derjenige, der mich über die Risiken meines Tuns aufklärt, auch erstmal mich ernst nimmt. Als ich konsumiere und das ist normal so, gut so, und da ist nichts Schlimmes dran und da kann man auch mit mir drüber reden. Okay, Qualitätssteigerung, weil natürlich, wenn du so einen Verein hast, so einen transparenten, der Vorstand wird gefeuert, wenn der Gärtner nicht gefällt. Ganz einfache Sache. Also es gibt nichts, ich weiß nicht, ob das euch schon mal passiert ist, dass ihr mal auf dem Schwarzmarkt irgendwo was gesehen habt. Niemand kauft natürlich nie was, aber man sieht ja ab und zu mal, wie vielleicht andere Leute was miteinander, man sieht mal aus der Entfernung schon, wie fest durch das Gras ist. Na? Also wie oft haben mir Freunde erzählt, ich hätte das Gras am liebsten zurückgebracht. Das nützt natürlich im Verein nicht, weil dann nimmst du das A nicht mit. An der Kasse steht, an der Theke steht eine Lupe. Kannst du prüfen, was du kaufst vorher. Wenn es dir nicht gefällt, bei der nächsten Mitgliederversammlung wird der Vorstand zitiert, entlassen. Oder das ist der einzige Grund, den Vorstand zu feuern. Wenn der es nicht schafft, das ist ja Vereinszweck, dass genug Gras da ist, dass man keine Probleme hat. Eben, also genau darum geht es. Dadurch natürlich auch eine Risikominimierung. Okay, und dann komme ich auch schon zum Endspurt. Ich brauche auch, glaube ich, bald wieder die Maschine. Hier die suggestive Frage, natürlich ist sowas in Stuttgart möglich. Und wenn ich sowas frage, sage ich immer natürlich, klar, sonst würde ich das ja nicht fragen. Also, Monika Herrmann und die Grünen und Berlin-Kreuzberg-Friedrichshain hat mit seinem Antrag im Prinzip bewiesen, dass Modellprojekte von Kommunen beantragt werden können. Als solches, technisch betrachtet. Da ist kein weiter Weg, dass sie auch ein anderes Modellprojekt sozusagen beantragen können. Und super, super gut wirkt es. Ich sage, ja, wenn das Berlin-Kreuzberg friedlich sein kann, dann könnte hier in Stuttgart das doch auch, oder? Es ist leicht suggestiv, aber
Also Berlin fliegt die St. Kreuzberg, ist ja sozusagen so eine Art Subkommune, die eigentlich 0,0,0 Geld mehr hat. Die haben sich den rechtlichen Beistand für ihren Antrag, wollten sie sich fremdsponsern lassen, weil sie selber dazu kein Geld haben. Der George Soros hat schon was zugesagt und der Deutsche Handverband hat schon zugesagt. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass es ja höchst dubios ist, wenn eine öffentliche Stelle, wenn sozusagen ein Parlament, sich ausgerechnet von der Lobbyorganisation von den Cannabisten sponsern lässt. Also hat schon Geschmäckle, ja. Auch die Grünen denken manchmal nicht um jede Ecke. Ja. Okay, jetzt haben sie es ohne rechtlichen Beistand gestellt und sagen einfach aufgrund vom öffentlichen Interesse. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. In diesen Anträgen zu Modellprojekten oder den Richtlinien in jedem Bundesland steht im Prinzip drin, es gibt eine entweder juristische Begründung oder eine, weil es entweder ein Forschungs- oder ein öffentliches Interesse. Am besten beides. Was ist in Deutschland Forschungsinteresse? Forschungsinteresse ist dann, wenn ein Hochschulprofessor sagt, ja, das ist interessant. Klar, es gibt nirgendwo ein Gesetz über Forschungsinteresse in Deutschland. Du brauchst einfach nur einen Hochschulprofessor zu finden, der sagt, ja, das ist interessant, da will ich einen Doktoranden heranzüchten, ja, der schreibt Doktorarbeit bei mir und begleitet das wissenschaftlich, da ist Wissenschaft. Das ist schon absolut unmessbar. Klar findest du immer irgendeinen Professor. Jeder Professor ist doch geil darauf, dass ein Sponsor herkommt und sagt, ich sponsere dir für 3 Jahre einen Doktoranden. Doktoranden sind bei Professoren der Maßstab der Karriere. Ja? Hast du 3 Doktoranden, gleichzeitig bist du schon der Oberprofessor. Und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall, dieses Gesetz ist sozusagen da schon sehr, sehr relativ und das wissenschaftliche Interesse ist leicht herzustellen. Aber, und jetzt kommt der Überhammer, das öffentliche Interesse ist ja nirgendwo geregelt. Das öffentliche Interesse ist immer dann, wenn irgendjemand sagt, oh, jetzt ist aber öffentlich interessant. Das ist absolut, absolut, absolut relativ. Und genau das steht bei dem drin in Kreuzberg. Es gibt öffentlichen Interesse, ganz klar, schaut euch diesen Park an. Ja, da ist die ganze Zeit offene Szene. Es kann niemand was dagegen tun. Die Bürger beschweren sich. Und das ist auch tatsächlich so, es gibt genügend Leute, genügend Bürger, die an diesem Park wohnen und halt täglich anrufen. Warum machen sie da halt nichts? Öffentliches Interesse ist aber eine selbst erklärte Sache. Eine andere Regierung könnte es total ignorieren und sagen, ja, das ist bei uns halt so, gewöhnen Sie sich dran. Wow. Was ich jetzt damit sagen wollte mit diesen 2 Begriffen, wissenschaftliches Interesse und öffentliches Interesse, kann man es ja gut spielen. Und wenn uns einer hier erzählt, egal ob es jetzt in Fürth, Erlangen oder Nürnberg ist, es gibt kein öffentliches Interesse, also sozusagen, wenn das ein Politiker sagt, kann man mit uns darauf hinweisen, das entscheiden Sie, ob es das öffentliche Interesse gibt. Und Sie sehen doch, ich habe ein Interesse. Das ist eine absolut, also das ist eine relative Sache. Wenn Sie das zu Ihrem Interesse machen, dann ist es von öffentlichem Interesse. Und darum geht es auch ein mini bisschen in der gesamten Kampagne, dass man dieses öffentliche Interesse schafft und dadurch diesen Prozess ein mini bisschen anschiebt. Wir warten jetzt schon seit 20 Jahren, seitdem es das letzte Mal, wo ich gedacht hätte, es wird jetzt real, legalisiert, war 1998, wir sind durchs Brandenburger Tor gefahren, 50, 60.000 Leute, ein paar Wochen später waren Bundestagswahlen, Kohl war weg, das war allen klar, dass der Kohl gleich weg ist und dass die Grünen mit Joschka Fischer und mit Schröder an die Regierung irgendwie kommen werden und dann wird Cannabis legal. Jetzt lasst uns nochmal den Brandenburger Tor jetzt nochmal kurz eigentlich durchziehen. In ein paar Wochen ist ja sowieso legal, wenn wir unsere Kinder erzählen, hey, wir sind noch ein Leben lang das Brandenburger Tor gefahren. Pustekuchen, jetzt schon beinahe 17 Jahre später hat sich nichts getan. Die Diskussion ist jetzt heiß da. Und auch deshalb diese Kampagne und auch deshalb die sozusagen immer wieder zwischendrin gleich so Tipps, wie man an die Sache angeht.